Seid ihr auch Fans vom Reisen? Ich muss sagen, ich liebe das Unbekannte und neue Dinge zu lernen. Diesen Podcast selbst habe ich tatsächlich in einem Auslandsjahr begonnen. Wenn ihr auch gerne reist, kennt ihr vielleicht auch den Spruch Reisen bildet. Und das scheint auch zu stimmen. Ich habe sehr viele neue Dinge in anderen Ländern gelernt. Aber was ist mit Leuten, die nicht gern reisen? Ein ganz bekanntes Beispiel aus der Philosophie ist Immanuel Kant. Während seines gesamten Lebens war er nie groß woanders als daheim. Und trotzdem war er einer der größten Philosophen jemals. Inwiefern braucht man die Reise also wirklich? Bildet das Reisen an sich? Oder sind es einfach nur die Informationen, die man auf der Reise bekommt? Denn dann kann man ja auch ein gutes Buch über das Ziel lesen. Heute präsentiere ich euch meine Gedanken dazu. Seid gerne dabei unter Philosophie für zwischendurch auf allen großen Plattformen.